Jo, was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich hier in diesem neuen Video für euch einen ziemlich neuen, geilen Geldglitch am Start wieder mal. Und das ist auch hier jetzt eine komplett neue Variation, Methode, ja, um Geld zu erglitschen, ja. Es ist auch jetzt noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit Vorsicht zu genießen. Ich habe jetzt selber das schon dreimal gemacht. Ich habe auch das Geld bekommen, rechts oben, 900k. Und zwar fürs Aufrüsten, ja, von einem kostenlosen RH8, ja, und das Auto geht weg. Und ich werde euch das jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Und bevor ihr überhaupt mit diesem Glitch startet, hört euch bitte ein bisschen das an, was ich euch hier darüber sage. Wie gesagt, das ist jetzt noch auf eine andere Art und Weise an das Geld zu kommen, weil das einfach von einem kostenlosen RH8 wirklich, was wir dann zum Retro angeblich dann wirklich ausgeben, aber nicht wirklich ausgeben. Und das Auto verschwindet auf jeden Fall und man bekommt halt die Aufrüstung zum LG Retro Custom zurück. Ja, das sind circa bei mir 904k waren das gewesen, sollten auch, glaube ich, auch bei euch so sein. So, und ich werde das so machen, dass ich auch angeblich ein Winnie Easy verkaufe oder auch ein Retro oder auch ein Scrimjet, ja, aber ihr müsst da ein bisschen zügig sein, damit das Auto wirklich nicht verschwindet. Also ihr tut es nur angeblich verkaufen, okay, und hört euch das Ganze wirklich gut an, wie ich das euch erkläre und wie ich das auch zeige. Macht es auch genauso, sollte, denke ich, auf der Xbox One genauso wohl auch natürlich auf der PS4 funktionieren, geht ja, habe ich schon getestet. Und ihr müsst das unbedingt in einer Einladungssitzung links oben genau lesen, wirklich nur für Spieler mit Einladung. Und ihr benötigt leider einen Freund dazu, aber er braucht nicht viel in GTA, er kann auch Level 1 sein, ja. Er muss nur in eure Arena, ladet ihn ein und er geht in einen Job für einen Titan. Das blende ich auch noch rechts oben ein. So, und was halt hier neu ist, ich habe jetzt schon selber dreimal das Ganze gemacht, also sprich, es kann schon durchaus sein, dass das irgendwie mit dem Verkaufslimit zu tun hat. Ja, das werde ich selber noch weiter austesten und euch dann in die Kommentare reinschreiben. Ja, übertreibt bitte nicht mit dem Glitch. Ja, ich werde auch noch selber hier rumtesten. Die zwei RH8s werden jetzt hier, die grünen, bei mir weggehen. Und ich werde halt zweimal 900k bekommen für die. Ja, wie gesagt, neue Methode, neue Variation, sage ich jetzt mal, von dem Ganzen, und deswegen ist es halt noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, aber ich mache es trotzdem für euch, werde ich das auch ein bisschen ausreizen und zu schauen, was da alles noch geht und wie das funktioniert alles und ob das auch so im Rahmen bleibt und ob man das auch so oft machen kann, wie man will. So, also, Part von Kumpel blende ich auch noch oben ein. Moment, ich lade als allererstes, ladet ihr halt einfach euren Kumpel ein. So, passt auf, gleich kommt jetzt sein Part rechts oben, ja, ist halt irgendwo in eurer Lobby draußen von mir aus, so wie bei mir auch vor der Arena. Dann nimmt die Einladung an. So, bezüglich der Karren kommen wir auch gleich dazu, ja, was ich sage. Hört auch bitte zu. So, Kumpel geht einfach nur Optionstaste, Raster Online, Jobs, Jobspielen von Rockstar stellt, Missionen, ein Job für einen Titan. Er geht einfach nur aus eurer Arena in diesen Job rein, wirklich aus eurer Arena, okay? Und es muss unbedingt eine Einladungssitzung sein, ja, kann ich nicht oft genug wiederholen. So, also rechts oben könnt ihr das sehen und nehmt halt ein Auto, was halt ihr genug dupliziert habt, ja, zum Beispiel den Winnie Easy oder den Retro Custom. Ja, ihr werdet nicht den Preis von den Karren bekommen. Ihr sollt ja auch nicht wirklich das Auto verkaufen, sondern es geht hier nur um den RH8, weil er nichts kostet und das Upgrade kriegen wir gut geschrieben, ja, und die Kiste verschwindet. Hier hat auch nichts mit iFruit-Kennzeichen irgendwas zu tun. So, ich steige jetzt einfach in irgendein Winnie Easy ein. So, drücke die Pfeiltaste nach rechts, okay. So, ich kann eigentlich auch die Aufnahme vom Kumpel rechts oben stoppen, weil ich bleibe einfach, während ich zwei Autos mit zwei RH8s das mache, werde ich dort in der Mission bleiben, ja. So, Aufnahme ist zu Ende. Passt. Also, jetzt hier genau zuhören, wir gehen hier auf den Raster Verkaufen, wo ist der hier, Verkaufen, okay, dann gehen wir nochmal drauf, links oben steht jetzt dran, dieses Fahrzeug verkaufen, bist du sicher? So, hier drückt noch keiner X oder so, hier bestätigt das Ganze noch niemand. Entweder joint ihr so eurem Kumpel,
ja, über hier Online-Spieler und so auf eurem Kumpel einfach beitreten. Ja, hier genau unten, genau so. Oder auch über die Party. Das geht auch. So, ihr bleibt hier links oben in dieser Meldung. Ja, ich mache das auch jetzt über die Party. Geht genauso. Wo ist mein Hauptaccount? Hier, Sitzung beitreten. Einmal drauf drücken. Ja, jetzt habt ihr hier diese erste schwarze Meldung. Ja, jetzt hier bitte genau gut zuhören. Ja, damit ihr nicht den Winnie Easy oder den Retro Custom oder den Deluxe, was ihr halt angeblich verkaufen wollt, nicht verliert, müsst ihr diese Meldung jetzt hier einmal bestätigen und gleich nach dieser Meldung noch ein einziges Mal schnell X für das angebliche Verkaufen drücken. Weil dann kommt die zweite Meldung und in der wartet ihr circa 5 Sekunden, bis ihr oben im Himmel seid. Aber wie gesagt, nach dieser Meldung noch einmal, also hier macht ihr einfach nur zweimal schnell X, einfach so ganz normal, zack, zack, und dann wartet ihr in der zweiten Meldung. Passt auf, ich drücke jetzt einmal jetzt hier ja und dann werde ich angeblich den Easy verkaufen und dann hört man sogar noch, wie das Auto rausfährt. Weil wenn ihr da was falsch macht, kann auch das Auto dann wirklich verkauft werden. Ja, was ja auch ja nicht so schlimm ist, ihr bekommt ja natürlich das Geld. Okay, passt auf. XX, so, ich habe es noch rausfahren hören, das Auto. Jetzt höre ich, wie es mich über das Headset hoch in den Himmel hochzieht. Ich warte noch ein bisschen gechillt, drücke X. So. Jetzt muss die Karre da sein. Boom. Wenn sie nicht da ist, habt ihr nach der ersten Meldung, ja, habt ihr geschlafen. Ja, und das sollt ihr nicht. Ihr sollt wirklich nach der ersten nochmal sehr schnell X drücken, aber nur einmal. Weil die zweite, falls ihr die zweite auch sehr schnell annimmt, dann freest euer Bild. Einfach nur Vorgang wiederholen und in der zweiten Meldung länger warten. Okay? So, deswegen sagte ich, in der zweiten muss man wirklich 5 Sekunden safe warten. Jetzt steige ich hier in den kostenlosen RH8 ein. Ja, fahr damit in die Werkstatt. Vielleicht wäre hier sogar noch ein Benny-Merch drin. Auf jeden Fall könnte man hier auch noch was mergen. Das wäre sehr interessant, muss ich mal rumprobieren. So, jetzt geht ihr auf Aufrüsten, auf zum Beispiel das Auto hier Retro und wartet hier jetzt in dieser links oben Meldung, bist du sicher, dass du dieses Fahrzeug zum LG Retro Custom aufrüsten möchtest. Einfach so ein paar Sekunden warten, so wie ich. 5, 10 Sekunden, Kreis, 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 Werkstatt verlassen. Der Spieler steigt aus, schaut mal nach rechts oben. Bam, Alter, ich habe 900.000 bekommen für einen kostenlosen RH8. Wie geil ist das denn, ja? Er ist weg. Seht ihr das? Der ist hier weg und der Easy ist immer noch hier. So, das war jetzt mein viertes Auto heute, was ich gemacht habe. Jetzt fahre ich den noch, ich mache nochmal eine Karre, fünfte Karre, mal schauen, was dann passiert, ja. Sollte eigentlich nicht passieren, aber bitte übertreibt nicht, Jungs, ja. Ruhig, langsam. Also ich mache es noch einmal. Wir gehen hier auf Verkaufen. So, dann nochmal. Dieses Fahrzeug wirklich verkaufen, bist du sicher? So. Jetzt join ich, Sitzung beitreten, warte noch ein bisschen, erste Meldung kommt, so, XX, so, in der zweiten warte ich locker 5 Sekunden, mal schauen, was passiert, ob ich das auch wirklich gehittet habe, vielleicht habe ich hier sogar einen Fehler gemacht, vielleicht war ich auch zu schnell, ne, passt, passt alles, so, aufsteigen, in den RH8 rein, so, dann Pfeiltaste nach rechts, versuch noch hier was rauszufinden mit dem Benny Merch. Vielleicht geht hier noch was. Denke ich, sollte auch gehen. Vielleicht weiß auch schon jemand irgendwas. Einfach in die Kommis schreiben. Ja, ja, ist ja gut. Nicht überschlagen, Digga. So, aufrüsten. Nochmal X. Bist du sicher, dass du dieses Fahrzeug zum Retro Custom aufrüsten möchtest? Wir warten noch ein bisschen, ganz gechillt. Kreis, Kreis, Kreis. Werkstatt verlassen. So, und? Et voilà, Geld bekommen. RH8 ist weg. Das war jetzt schon die fünfte, glaube ich, oder vierte heute für mich. Und das langt auch für mich heute, denke ich mal. Ja, dann mache ich einfach morgen weiter. Easy ist noch da. Easy Glitch, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, übertreibt nicht. Ihr seht, rechts oben habe ich Kohle bekommen. Asphaltkohle habe ich schon. Und ich denke, das war's mit diesem Video. Lasst mir auf jeden Fall mal ein Like da. Und ich denke, wir hören uns natürlich mit dem nächsten Video. Ich bin raus. Peace.